Esperanto. Esperanto. Esperanto estas. Esperanto estas. Esperanto ist eine Sprache mit einer bunten Bewegung. Esperanto war schon immer auf seine Sprecher und Unterstützer angewiesen. Dank ihnen entstand eine Bewegung, die sich von Anfang an für sprachliche Demokratie zwischen den Völkern einsetzte. Wesentlich für das Gedeihen und den relativen Erfolg von Esperanto war die sogenannte Interna Ideo des Esperanto, welche Zamenhof, der Begründer der Sprache, so beschrieb. Eine Idee, die auf neutralem Fundament die Mauern zwischen den Völkern abbaut und die Menschen daran gewöhnt, dass jeder in seinem Nächsten nur einen Menschen, einen Bruder sieht. Ohne diese innere Idee hätte Esperanto wahrscheinlich nicht Millionen von Menschen angezogen. Menschen mit einem Verlangen nach internationalen Kontakten und Frieden zwischen den Völkern. Es sind hauptsächlich diese weltoffenen Menschen, die die Esperanto-Bewegung schufen und die sie noch heute ausbauen. In der Esperanto-Bewegung gibt es einige bekannte Symbole. Der grüne Stern. Das sogenannte Jubiläumssymbol. Eine Flagge. Und eine Hymne. In der Esperanto-Bewegung gibt es heute viele Organisationen, die für und mit Esperanto arbeiten. Der Esperanto-Weltbund UEA, Universala Esperanto-Asocio, ist die größte internationale Organisation für Esperanto-Sprecher und hat Mitglieder in 117 Ländern. Ihre Jugendabteilung, der Weltverband der Esperanto-Jugend, heißt TEJO, Tutmonda Esperantista Junulara Organizo. TEJO ist eine Organisation für junge Esperanto-Sprecher. Beide organisieren jedes Jahr ihre eigenen Treffen irgendwo in der Welt, immer in einem neuen Ort, zu dem Menschen aus vielen Ländern hinreisen. Es gibt Esperanto-Organisationen in rund 70 Ländern. Für verschiedene Berufe, Weltanschauungen und Hobbys gibt es zahlreiche Esperanto-Fachvereinigungen, wie zum Beispiel Esperanto im Internet. Dieser Verein hat 15.000 Mitglieder, die sich mit Internetprojekten beschäftigen. Andere wichtige Organisationen sind die Esperanto-Akademie, Internationale Liga der Esperanto-Lehrer, Europäische Esperanto-Union, Internationale Akademie der Wissenschaften. Es gibt auch Unternehmen, hauptsächlich im Buchhandel und Tourismus. Die Bewegung um die internationale Sprache bleibt offen und wird von den verschiedensten Ideen und Richtungen beeinflusst. Selbstverständlich gibt es keinen Zwang, Mitglied einer Organisation zu werden, wenn man nicht will. Viele Esperantisten genießen einfach die Sprache und pflegen Kontakte mit Freunden in verschiedenen Ländern, ohne in der Esperanto-Bewegung aktiv zu sein. Andere geben sich viel Mühe, um die Bewegung zu stärken. Jeder, der Esperanto lernt, entscheidet selbst, wie er die Sprache benutzt. So soll sich jeder völlig frei fühlen in der internationalen Gemeinschaft der internationalen Sprache.